Der sogenannte Bedingungsoperator ist ein ternärer Operator, dessen erster Operand vom Typ Boolean ist und die Operanden 2 und 3 müssen typkonform sein. Schauen wir uns das mal an. Hier werden zwei Variablen i und j eingeführt und initialisiert mit den Werten 45 und 46. Und hier ist jetzt der ternäre Operator, der aus den zwei Bestandteilen Fragezeichen und Doppelpunkt besteht. Der erste Operand ist der zweite Operand ist der dritte Operand ist der. Der erste Operand hier muss vom Typ Boolean sein. I kleiner j liefert ja einen booleschen Wert und die Operanden 2 und 3 sind typkonform. In dem Fall liefern sie halt Int-Werte. Ist also okay. Was macht dieser Operator? In diesem Operator, wenn ich diesen Operator hier so aufrufe, passiert Folgendes. Es wird dieser Ausdruck berechnet. Er gibt dieser Ausdruck den Wert true, wird der zweite Operand ausgewertet und das Ergebnis der Auswertung dieses Ausdrucks als Gesamtwert dieses ternären Operators geliefert. Er gibt die Auswertung dieses ersten Operanden den Wert false, wird der dritte Operand berechnet und der Wert, der dabei berechnet wird, wird dann als Gesamtwert des ternären Operators geliefert. Das heißt, diese Schreibweise ist eine verkürzte Schreibweise für genau dieses. In k gleich 0, k wird zunächst eingeführt und mit 0 initialisiert. Falls i kleiner j, dann wird berechnet i minus 1 und k zugewiesen. Ansonsten wird berechnet j plus 2 und der wird k zugewiesen. Das ist in der Tat eine semantische Äquivalenz. Ist also eine verkürzte Schreibweise für diese Anweisungsfolge.